Hallo, in diesem Video sprechen wir über die fünf wichtigsten Funktionen, die Sie von der Nistkastenkamera erwarten. Sie können eine Kamera im Vogelhaus installieren und die Kamera auf einem Mobiltelefon, PC und Tablet beobachten. Es gibt einige Funktionen, wenn Sie die Nistkastenkamera verwenden. Das erste Feature ist das hochauflösende Video. Sie sehen, wir wollen eine Kamera im Inneren installieren und die geheimnisvollen Aktivitäten des Vogels entdecken. Wenn die Kamera also kein klares Bild liefern kann, macht es keinen Sinn, eine Kamera im Vogelhaus zu installieren, oder? Die meisten der IP-basierten Nistkastenkamera können jetzt eine hohe Auflösung liefern. Dies ist die Wi-Fi-Nistkastenkamera. Sie wurde auf Basis der IP-Technologie entwickelt. Sie kann eine Auflösung von bis zu 3 Megapixeln unterstützen. Diese hochauflösende Nistkastenkamera benötigt ausreichend Licht, um ein gutes Farbbild zu erzeugen. Die Kamerafunktion ist das nahtlose menschliche Auge. Wenn das Licht nicht ausreicht, kann kein gutes Bild geliefert werden. Das Vogelhäuschen im Inneren ist dunkler, als man es erwartet. Wenn du also diese Kamera siehst, haben wir an einer Seite ein Loch gemacht. So kann mehr Licht in das Vogelhaus gelangen und die Kamera kann ein Farbbild erzeugen. Achten Sie beim Aufstellen der Kamera darauf, dass die Kamera eine hohe Auflösung hat und ausreichend Licht im Vogelhaus vorhanden ist. Außerdem gibt es eine tolle Funktion dieser Nistkastenkamera. Es verfügt über ein eingebautes weißes Licht und Sie können das weiße Licht mit Ihrem Handy ein- und ausschalten. Mobiltelefon. Sie haben auch Infrarot. Wenn das weiße Licht ausgeschaltet ist, übernimmt das Infrarot die Kontrolle. Deshalb nur ein Tipp. Benutzen Sie nachts niemals das weiße Licht. Das weiße Licht ist für einen Arbeitstag konzipiert, an dem das Licht im Inneren nicht ausreicht. In der Nacht übernimmt das Infrarotlicht die Kontrolle, sodass die Atmung des Vogels nicht gefährdet wird. Das zweite Merkmal ist die Wasserdichtigkeit. Warum ist Wasserdichtigkeit so wichtig? Ich denke, es ist besser, einen kurzen Test durchzuführen. Das ist das Vogelhaus. Ich habe eine Kamera im Inneren installiert. Okay, jetzt verwenden wir einfach das Wasser. Ihr seht, wenn die Kamera nicht wasserdicht ist, wird die Kamera sehr leicht nass und sie wird beschädigt. Dies ist die erste Version der Nistkastenkamera. Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Sie können sehen, dass es einige Löcher und Lücken gibt, durch die das Wasser eindringen kann. Das Wasser könnte in die Kamera eindringen und diese beschädigen. Deshalb brauchen wir diese zweite Version. Die zweite Version ist völlig wasserdicht. Nach unseren Aufzeichnungen ist das Wasser die Hauptursache dafür, dass die Kamera defekt wird. Bei der dritten Funktion geht es um den Ton. Das ist das Loch, in dem das Mikrofon eingebaut ist. Die Kamera soll den Ton aus dem Vogelhaus aufnehmen, sodass wir die Geräusche der Vögel hören können. Aber es gibt auch eine Sache mit dem Ton. Damit die Kamera den Vogel beobachten kann, muss sie über einen Hochfrequenzaufnehmer verfügen. Denn das menschliche Auge, unsere Stimme, hat gerade mal eine Stimme von etwa 2000 Hertz. Beim Vogel hingegen kann es bis zu 8000 Hertz erreichen. Wenn die Kamera nicht für die Vogelbeobachtung ausgelegt ist, wird sie die Stimme des Vogels nicht wahrnehmen. Die nächste Funktion ist die Aufnahme. Die Aufnahme, das ist die Kamera mit der MicroSD-Karte. Wir können die MicroSD-Karte in die Kamera einsetzen und das Live-Video auf der Kamera speichern. So müssen wir nicht ständig die Kamera auf dem Mobiltelefon beobachten. Wir können zurückgehen, um das Live-Material auf der Kamera zu überprüfen. Manch einer fragt sich vielleicht, ob man die MicroSD-Karte herausnehmen muss. Man kann die MicroSD-Karte einfach herausnehmen, um die Karte auf dem PC oder Mac zu installieren. Eigentlich ist das nicht nötig. Für diese Art von IP-basierte Nistkastenkamera können wir immer das Live-Video und auch die Aufnahmedatei mit Hilfe der App auf dem Mobiltelefon ansehen. Außerdem kann man die Datei von der MicroSD-Karte auf das Mobiltelefon herunterladen. Es ist also nicht nötig, das Vogelhaus zu öffnen, die MicroSD-Karte zu entnehmen und die Datei auf dem PC oder Mac. Okay, es gibt noch eine weitere Funktion. Bei der letzten Funktion geht es um das Objektiv. Sehen Sie, wenn wir einen Blick auf den Benutzerbericht werfen, installieren Sie die Kamera oben auf dem Dach und beobachten Sie nur den Boden. Und der Abstand von der Dachspitze bis zum Boden ist sehr kurz. Wenn der Abstand sehr kurz ist, wird der Fokus sehr empfindlich.
Wenn Sie also das Objektiv nicht einstellen können, können Sie möglicherweise kein klares Bild sehen, egal wie hoch die Auflösung Ihrer Kamera ist. Die erste Version und die zweite Version können auch das Objektiv anpassen. Öffnen wir einfach die vordere Abdeckung. Wir können das Objektiv einstellen, um den besten Fokus zu erhalten, nachdem wir die Kamera im Vogelhaus installiert haben. Okay, es gibt noch einige andere Funktionen, wie zum Beispiel das Teilen der Kamera, da es sich um eine IP-basierte Vogelhauskamera handelt. Sie können die Kamera jederzeit mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen, um gleichzeitig die Kamera anzusehen. Nun gut, das ist alles für das heutige Video. Wenn Sie Fragen haben, posten Sie diese bitte im Kommentarbereich unten. Bis zum nächsten Mal.